Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. ZDF Sport Extra Biathlon Weltcup in Ruhpolding mit der Staffel der Männer über 4x7,5 Kilometer. Sven Fischer und ich sagen also nochmal ganz herzlich Hallo, Sven, vorhin. Für alle Zuschauer, die noch nicht eingeschaltet haben, bist du immer noch der Meinung, Deutschland ist hier der klare Favorit? Ja, das ist nicht nur, weil ich parteiisch bin für die deutschen Athleten, sondern weil ich auch wirklich der Meinung bin, dass sie Mitfavoriten sind. Natürlich Frankreich und auch Norwegen mit dabei, aber Deutschland braucht sich nicht verstecken, überhaupt nicht, also die deutschen vier. Du bist ja auch jeden Tag auf der Strecke unterwegs. Kannst was sagen über die Qualität der Strecke? Super, also man hat super hergerichtet, super präpariert und das ist wichtig, dass es von Anfang bis Ende für alle Athleten fair ist. Das ist das Allerwichtige. Und du hattest diesmal sogar eine Kamera dabei, liebe Zuschauer. Unter vrzdf.de können Sie das 360-Grad-Erlebnis in diesem Fall mit Sven Fischer erleben. Achtung, jetzt geht's rum. Ne? Können Sie denn, also haben Sie selber Einfluss darauf, in welche Richtung Sie gucken können? Nach oben, nach unten, nach überall eigentlich hin. Gleich geht's nämlich auf deine Skier. Du hast ja ganze Arbeit geleistet. Sieht ein bisschen komisch aus eigentlich, ne? Ja, aber das ist so ein bisschen der Eindruck, natürlich, wenn man von mir weg sich dann dreht, dass man den Eindruck hat, man läuft selber. Und das ist eben ein Gefühl, was zwar die Athleten haben und viele Hobbysportler auch, aber das sollte ja für jedermann zu erfüllen sein. Hier hat man es toll. Und so kann man das dann auch dann erfüllen. Genau, das können Sie dann im Netz unter der gerade angegebenen Adresse oder unter der ZDF VR-App dann finden. Das Ganze sicherlich eine tolle Sache. Und auch bei den Olympischen Spielen haben ja diese 360-Grad-Kamera bei einigen Sportarten für Sie im Angebot. Olympische Spiele ist schon ein gutes Stichwort. Vor 4 Jahren in Sotschi die deutsche Mannschaft Silber gewonnen hinter den Russen. Anton Schipulin war damals der Schlussläufer, der vor Simon Schemp ins Ziel gekommen ist. Also am Ende dann Silber für die Deutsche. Vielleicht auch dann ein gutes Omen für die Spiele in Pyeongchang. Ich denke doch, gut, Daniel Böhm ist nicht dabei, aber ansonsten sind die drei hier, die jetzt bei den Olympischen Spielen dabei waren, auch am Start und natürlich ist ausgewechselt worden und der Benny Doll, der jetzt dann drin ist. Also die vier jeweils Single-Weltmeister schon geworden, die werden es natürlich in der Staffel auch zeigen können, bin ich überzeugt. So, da haben wir gerade schon gesehen, wir sind sehr schön eingerahmt von den heutigen deutschen Startern. Erik Lesser macht den Auftakt, Benedikt Doll, Arndt Peiffer und Simon Schemp. Was erwartest du von den vier? Du hast gesagt, Sie haben eine gute Chance aufs Podest. Erik Lesser macht den Anfang. Und auch ein besseres Schießergebnis als in Oberhof. Heute die Bedingungen wirklich gut. Leichter Wind, dass man auch reagieren muss. Und ich denke, dass es sehr eng wird und viele Positionswechsel geben wird. Hier sehen wir Erik Lesser, der den Startläufer geben wird. Eine Position, mit der er ja vertraut ist. Wie wichtig ist das überhaupt, dass du mit der Position in der Staffel irgendwie vertraut bist, dass du das schon mal gemacht hast? Ja, jede Position hat so ihre Eigenheiten und das sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, die da notwendig sind. Das muss man sich erarbeiten und man muss sich dieser Rolle bewusst sein. Jeder von den Vieren könnte auf den Positionen laufen, aber wenn ich sage, ich habe heute die Position wie der Erik heute statt, dann ist was Besonderes. Am Anfang geht's los, da ist wirklich Tumult. Damit musst du klarkommen, das kann Erik. Genau, und dann gucken wir nochmal zum Ende. Simon Schemp dann als Schlussläufer, das ist ja auch eine Rolle, mit der er klarkommt. Wollen wir hoffen, dass der Rücken weiterhin irgendwie hält, ne? Ja, das ist wichtig. Die Gesundheit geht vor und wenn es bei ihm passt, dann funktioniert. Das Ganze, liebe Zuschauer, hier im Hintergrund sehen Sie schon vor mehr als 18.000 Zuschauern, die auch heute wieder für einen tollen Rahmen sorgen werden. Sven, ist wirklich schön, was hier los ist. Morgen sogar ausverkauftes Haus, mehr als 25.000. Das ist eine Traumkulisse. Auf der anderen Seite ist es so, dass du als Athlet, so ging es mir auf alle Fälle, dann so ein bisschen ehrfürchtig wirst. Das ist schon noch ein besonderer Druck, erst recht noch eine Staffel. Da war meine Nervosität viel größer. Liebe Zuschauer, Sie haben gleich die Möglichkeit, unter dem Hashtag ZDF Biathlon den Reportern Fragen zu stellen, die die beiden dann beantworten werden im Laufe des Rennens. Twitter oder auch auf Instagram, tolle Sache. Also stellen Sie Ihre Fragen, die Antworten kommen dann von Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger, nämlich, die sich dann gleich melden werden. Staffel der Männer, 4x7,5 Kilometer vor toller Kulisse hier in Ruhpolding. Viel Spaß. Die Festwoche, 40 Jahre Biathlon in Ruhpolding, geht weiter vor prächtiger Kulisse, nicht nur der Natur, sondern eben auch der 18.000 Zuschauer heute am dritten Wettkampftag mit der Staffel der Männer, also dem Wettkampf der Nationen, immer einer der Höhepunkte im Programm der Biathlon-Wochen, der Großereignisse, so wird das auch in Pyeongchang der Fall sein. Also Stimmung ist nach wie vor, wie in den Tagen zuvor, überragend für die Athleten. Und wir gehen mal gleich rein mit der Startnummer 1. Viele heute mit Bestbesetzung, so auch die Norweger. Heißt aber auch, dass Ole-Einar Pirandale nicht dabei ist, sondern Lars-Helge Berkeland, den wir gerade gesehen haben, wird den Auftakt machen. Hier haben wir Emil Hägle-Svensson, der mit in der Formation sein wird. Und es ist nach wie vor nicht klar, wie es mit Ole-Einar Pirandale
weiter geht's. War doch recht vage, die Aussagen nach dem Einzel von Seiten des Verbandes. Die Überraschungssieger von Oberhof der Nebelstaffel, die Schweden. Das wird heute sicher um einiges schwieriger sein. Der letzte Sieg lag 8 Jahre zurück, 2009 war das, beziehungsweise 9 Tage, um genau zu sein, im Januar war das in Whistler Mountain. Und er hier, Michael Rösch, der hat angekündigt, ähnlich wie in den beiden Staffeln zuvor, für Belgien vorneweg zu marschieren und als Erster zu wechseln. Das hat er hier im Stadion laut verkündet und da sind wir sehr gespannt. Ich habe es angesprochen, auch die deutsche Mannschaft, wie viele Formationen in Bestbesetzung. Nominell gesehen sind das die stärksten mit Erik Lesser, mit Benedikt Doll, mit Arndt Peiffer und mit Simon Schempf, die heute hier an den Start gehen im Kampf um diesen Sieg der dritten Staffel von insgesamt 4 im Weltcup. Und schon geht's los. 26 Nationen sind dabei, vorbei an der Haupttribüne der Vollbesetzten. Dicht an dicht gereiht haben sie sich da zusammengedrängt. Und ähnlich geht's jetzt zunächst auch mal im Feld. Das Omega wird vielleicht die erste kleine Staufunktion da haben. Da wird's hinten schon sehr vorsichtig sein. Ah, es läuft, sie laufen somit gar jetzt nicht, sondern lassen das auslaufen gleich um das Zelt herum, um eben den Stau zu vermeiden. Das ist natürlich in den letzten Jahren so neu gewählt. Und dann können alle sauber durchlaufen. Gute Wahl der Wettkampfleitung eben, dass das so gelöst wird. Vorne links Lars Helge Birkeland mit der Startnummer 1, mit der 6 rechts neben ihm schon Alexej Volkov. Der Russe, der ja aus der zweiten Reihe gestartet ist. Und hier mittendrin mit der 4 Erik Lesser. Das gilt es eigentlich so ein wenig zu vermeiden, da im Getümmel unterwegs zu sein, möglichst vorne mit drin zu bleiben. Hier ist die Strecke so breit, dass sie zu viert nebeneinander laufen können. Das ist also wirklich überhaupt kein Problem. Von vorne sieht es etwas dicht gedrängter aus. Hier sind die Skiteststrecken. Hier wurde sehr viel hin und her gelaufen. Deshalb ist es auch etwas tiefer. Da jetzt im Augenblick die Bedingungen, Sven hat es gesagt, sind optimal. Sie sind sowieso für alle gleich, egal wie die Strecke jetzt ist. Wichtig ist nur, dass eben für alle, die in einer Runde sind, ähnliche Verhältnisse herrschen. Also die Norweger, die Schweden, die Italiener, die zweimal eine gute Staffel abgeliefert haben, in Hochfilzen 5. waren, in Oberhof 2. mit Thomas Bormolini hier in dieser ersten Runde. Jeder Athlet läuft ja 3x2,5 Kilometer. 2x wird geschossen. 1x liegend, 1x stehend. Und in der Staffel gibt es dann eben die Möglichkeit, Nachlader zu verwenden, wenn man die Scheiben nicht auf Anhieb trifft. 3 an der Zahl, die man nutzen kann, um dann eine Strafrunde zu vermeiden, die es dann gilt zu absolvieren, wenn mit den 3 Nachleitern nach wie vor 1 Scheibe, 2 Scheiben, 3 Scheiben und so weiter stehen bleiben würden, so wie wir das in Oberhof ja en masse gesehen haben. Aber diese Staffel wollen wir mal ganz außen vor lassen unter den Bedingungen. Die Nebelstaffel, die viel diskutiert war, hätte man abbrechen sollen oder nicht. Diszipliniert hintereinander weg. Auch die Franzosen natürlich mittendrin. Heute nicht mit Martin Fourcade auf der letzten Position. In Oberhof hat er ja ganz verzichtet, wie so viele andere namhafte Athleten auch. Heute auf Position 3, also gegen Emil Heckles-Svensson laufend. Am Ende dann für Frankreich Antonin Gigonin, der Überraschungsdritte von Le Grand Bornand im Sprint. Und da rechts der Vollbart, das ist Michael Rösch mit der Startnummer 14. 5 Rennen hat er nur bestritten, Einzelrennen in der Saison. Aber die Staffel, die ist er jedes Mal gelaufen und ist jetzt auch wieder bemüht, hier mit vorne reinzukommen, vorne drin zu bleiben. Jetzt aus der letzten Abfahrt war es sehr bemerkenswert. Die Russen mit Volkov als Erste reingefahren, als Sechste raus aus der Abfahrt. Das ist eine kurze, schnelle Abfahrt. Das trägt nicht dazu bei, dass man seinem Skimaterial vertraut. Und da werden wir das mal weiter beobachten bei den Russen. Ja, auch jetzt wieder wird er überholt. Volkov ja schon in Sochi
beim Olympiasieg der Russen Stabläufer. Anton Schipulin auch damals mit dabei. Auf Position 4 als Schlussläufer, da werden wir ihn auch heute wieder erleben. Ja, wer will Druck machen am Anfang? Es wird natürlich Michael Rösch versuchen, Druck zu machen und schnell schießen. Erik Lesser, wissen wir, der kann das auch. Und Wolkow halte ich auch für einen, der es jetzt gleich versuchen wird, mit sehr schnellen Schüssen das Feld gleich von Anfang an unter Druck zu setzen. Vorteil Michael Röscher, geht er jetzt auf die Standnummer, deren Startnummer er trägt, oder umgedreht. Ja. Aber er kann sehr früh beginnen mit dem Schießen, weil er in der Mitte des Schießstandes schießen kann. Mit der Nummer 14, dann eben auch Mathe 14. Michael Rösch, 34-jähriger Olympiasieger mit der Staffel 2006. Das war auch in Oberhof wieder ein besonderer Moment für die Belgier, die ansonsten so eine untergeordnete Rolle spielen im Biathlon-Zirkus, da vorne weg zu marschieren bis zum dritten Starter. Dann ging es nach hinten weg, am Ende war es ein 13. Imposante Bilder durch das Spalier der vielen, vielen Zuschauer, auch an der Strecke entlang. Gerade im zweiten Teil des Abschnittes stehen sie dann dicht gedrängt und jetzt kommt die Schar der Athleten, die 26 Startläufer hier rein. Zum ersten Schießen im liegenden Anschlag auf die kleine Scheibe, 4,5 cm im Durchmesser. Und wenn Sie Lust haben, wie angekündigt, schauen Sie rein, 360 Grad Livestream unter vr.zdf.de oder unter der ZDF VR App. Dann haben Sie eine Perspektive, die wir Ihnen sonst so mit den Kameras nicht bieten können. Ja, Belgien mit den ersten drei Schüssen, wie ich es prognostiziert habe, natürlich. Dann geht das erste weg. Und er kommt auch sauber durch, genau. Auch Russland, Wolkow, den hatten wir auch auf dem Zettel, aber eben auch Erik Lesser. Wird gut geschossen. Im unteren Teil hier dieser Scheiben, da sind viele gelbe Punkte, aber sind doch einige auch gleich wieder rausgegangen. Wolkow, Lesser, Rösch, das sind die ersten drei. Schauen Sie, wie eng die beieinander liegen, die ersten 10 innerhalb von 8 Sekunden, 7,7 Sekunden. Und Rumänien schon mit einer Startrunde, die Formation, die in Oberhof überrundet wurde und damit disqualifiziert wurde. Tolle Schießeinlage von Erik Lesser hier, sehr sichere Treffer, ein Bilderbuch, Trefferbild, so geht's, so muss es sein. Und dann haben wir Lars Helge Birkeland für Norwegen. Der hier mit den Schüssen 3 und 4 etwas rechts liegt. Und hier etwas Pech hat mit dem Randfehler. Da ist ein gewisser Anteil zwar reingespritztes Bleis, aber nicht genügend, um die Scheibe auszulösen. Dann haben wir noch einmal den Blick über die Schulter von Birkeland. Und das ist der Stand nach dem ersten Schießen. Russland also vorneweg, direkt dahinter Erik Lesser. Dann Michael Rösch, die USA ist mit dabei. Norwegen, Slowenien, Bulgarien. Aber wie angesprochen und hier auch deutlich zu sehen, alles wirklich ganz, ganz eng beieinander. Norweger in Sochi, ja mit dem vierten Rang, auch bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr, da waren sie nur Achte, nach einer Strafrunde durch Tarje Bö. Also die werden in Pyeongchang ganz sicher aufs Podest wollen, wie so viele andere auch. Und sie sind in diesem Jahr sehr, sehr kompakt aufgestellt mit der Mannschaft. Große Leistungsdichte, der auch eben Ulaina Bjørndalen zum Opfer ein wenig gefallen ist. Hat aber, das muss man eben auch sagen, die Leistung nicht mehr bringen. Noel Bailey da vorne hält sich gut. Ist ja bis jetzt noch gar nicht gelaufen bei ihm, dem Weltmeister im Einzelwettkampf von Hochfilzen. Jetzt mal vorneweg als Starter, damit er ja vielleicht gleich mal ja, sieht, auch wie laufen da die Besten. Und das gibt Selbstvertrauen, wenn man da vorne als Startläufer auch mitlaufen kann, wenn man ganz weit vorne dann zum Wechsel kommt. Ja, Lowell Bailey, wie in Oberhof war er gar nicht dabei. Auch keine Top-10-Platzierung in dieser Saison. Aber hier kann er mal
die Luft schnuppern, ganz vorne vor dem Feld, links neben ihm mit der 3. Das ist der Italiener, das ist Thomas Bormolini. Insofern die USA mit einer hohen Startnummer, weil sie nur in Hochfilzen eben am Start waren, da waren sie 9. mit der Staffel, in Oberhof dann nicht am Start. Ja, da sehen wir doch, dass der Schnee ganz schön tief ist. Er ist nicht langsam und er ist auch nicht schwer. Also es ist kein matschiger Tiefschnee. Das ist ein ganz leichter, grobkörniger Schnee. Aber du musst das Bein doch um einen Zentimeter höher anheben. Denn sonst verschlägst du den Ski. Es kostet etwas mehr Kraft. Das ist in der Summe der vielen, vielen Schritte, die sie so tun müssen. Erik Lesser jetzt nach vorne gegangen. Hinter ihm hält sich Michael Rösch. Wacker und stark. Korea mit der 20, das ist Timofey Lapschin. Gebürtiger Russe, der für Korea startet als Startläufer. Das sind die kleinen Nationen, da hat es einen Sturz gegeben. Die ihre Besten vorne wegschicken, weil es dann nach hinten dünn wird. Und sie dann ohnehin keine Chance mehr haben. Aber vorne die Besten der Nationen dann einfach eben auch mit den Guten mithalten können. Ja, und wieder zu dritt nebeneinander laufen sie jetzt. Rösch, Birkeland und Erik Lesser. Jetzt ist Birkeland nach vorne. Ja, die letzte Staffel vor den Olympischen Spielen. Die wird genutzt von den Nationen, so gut es geht. Hier und da gibt es natürlich auch der ein oder andere krankheitsbedingten Ausfall. Aber insgesamt, wenn man über das Teilnehmerfeld hier sieht, sind schon die Stärksten alle mit dabei. Bin auch sehr gespannt auf Tschechien, die sehr, sehr gut hier aufgetreten sind. Schon in Oberhof stark verbessert im Vergleich zum ersten Trimester. Vor allen Dingen Andrej Moravec und Michal Slezinger. Und da haben wir Benedikt Doll da draußen noch. Der dann eben an Position 2 gleich das Rennen aufnehmen wird. Dann, wenn Erik Lesser nochmal geschossen hat, die letzte Laufrunde absolviert hat. Ja, es rührt sich ganz schön was im Feld. Alles ist aber noch dicht zusammen. Das Stehenschießen muss jetzt die erste Entscheidung bringen, dass sich das Feld etwas weiter auseinanderzieht. Wahrscheinlich. Thomas Bormolini, der 26-Jährige aus Livigno, geht da vorne mit. Lukas Hofer dann an 2. Die Italiener mit der Formation hier am Start, mit denen sie beide Staffeln bislang bestritten haben. Und wie gesagt, gute Erfahrungen gemacht haben mit einem 5. und einem 2. Der Wind, den wir jetzt gesehen haben, spielt keine Rolle. Wir sind jetzt im Stehendanschlag. Da wird nicht justiert. Den spüren die Athleten auch nicht am Körper. Also wird auch nicht justiert. Besser, schnell, 3 Treffer gesetzt. 4. Und jetzt auch der 5. Und hören Sie, was hier los ist. Michael Rösch, der steht da immer noch. Erik Lesser schaut so ein wenig über die Schulter. Wer ist da mit dabei? Der Norweger Birkeland. Lesser, Lapschin, der Koreaner, Kassar für die Slowakei und Michael Rösch muss hier mächtig nachladen und zweimal gleich in die Strafrunde. Also das gelingt ihm heute nicht, als Erster zu wechseln. Damit die belgische Staffel gleich zu Beginn schon einmal weit nach hinten zurückgeschwemmt. Und ein hervorragendes Schießen dafür hat natürlich Erik Lesser geliefert. Unglaublich, wie er hier die Schüsse trifft, die Treffer auch setzt. Schau mal, alles ganz dicht innen ums Liegen drum. Eine perfekte Schießeinlage, wie man sie in der Staffel als Startläufer auch mal hinlegen muss, damit eben Druck ausgelöst wird auf die anderen. Trotzdem, die anderen haben auch gut geschossen. Ja, unbedingt. Unglaublich, jetzt alle eigentlich, die ersten 12, 13, 14 sind alle noch ganz hervorragend dabei. Aber das ist natürlich das, was du erreichen willst, mit dabei zu bleiben, zu treffen, sicher zu sein. Und das hat Erik Lesser hier bestens unter Beweis gestellt. Und während unten, wenn ich es richtig gesehen habe, der Letzte aus der Strafrunde läuft, sehen wir hier den Stand nach dem zweiten Schießen. Norwegen also dicht vor Deutschland.
Dann Labschin für Korea. Sind wir wieder in der Spitzengruppe. Auch Bormolini wieder gut mitgekommen. Lowell Bailey hält sich da vorne. Volkov für die Russen. 6,4 Sekunden. Nur hinten dran. Das ist die erste Gruppe. Das sind die ersten sechs. Mittendrin Erik Lesser. Der sehr selbstkritisch wieder mit sich umgegangen ist nach dem Einzel. Sagt, ich habe zu viel Gas gegeben auf den ersten zwei Runden und dann eben die drei Fehler geschossen im stehenden Anschlag. Hat er sich ein wenig übernommen. Nach der Erkältung war er da zu euphorisiert, dass ihm das schon wieder so gut gelingen kann. Wir haben die ersten Fragen hier. Wie gehen die Biathleten mit der Geräuschkulisse um? Das ist natürlich immer eine schwierige Sache, wenn man sehr gut in Form ist und wenn man selbstbewusst ist, dann kann man damit umgehen. Erik Lesser hat ja zur Dämpfung des Geräusches so Ohrschützer, also Innenohrschützer sozusagen, drin, immer schon, damit eben diese Geräuschkulisse gedämpft wird. Er hört das, was er an die Stitzel sagt, das hört er natürlich, aber das große Geräusch wird gedämpft. Und schlimm ist es nicht, wenn viele Menschen schreien. Schlimm ist es, wenn es mucksmäuschenstill ist am Skistand und ein oder zwei rufen was. Das kann dich aus der Konzentration bringen. Nicht, wenn 10.000 schreien und sich auf irgendwen konzentrieren. Aber wenn du weißt, einer oder zwei schreien für dich oder alle schauen auf dich, dann ist es wirklich schwierig, damit umzugehen. Und natürlich gibt es eine Kulisse wie hier, die ja dicht hinter dem Schießstand ist. Die Tribüne, nicht überall in den Stadien. Da rauscht es, dann ist es schon noch mal lauter als sonst wo. Und damit muss man umgehen, lernen. Wir haben es ja bei den Frauen gesehen, auch im Einzel. Das hat sich schon ein wenig beeindruckt. Dann kommt natürlich bei diesen Heimweltcups noch dazu, dass die Familie da, die Freunde sind da. Es gibt viele Termine drumherum. Und dann will man es besonders gut machen und das gelingt dann nicht jedes Mal. Und so haben die Athleten, wie du es beschrieben hast bei Erik Lesser, so ihre Mittelchen, wie sie sich da schützen vor dieser Lautstärke. Tobias Reiter haben wir da noch kurz gesehen, der auch mit in der Betreuung draußen an der Strecke hilft. Wir versuchen schon, das Tempo jetzt hochzutreiben. Erik Lesser gibt hier noch mehr Gas. Es ist auch der Ehrgeiz da, natürlich als Erster zu wechseln vor heimischer Kulisse, das ist logisch. Da hilft das natürlich, dieses Anfeuern. Also Andrea Stitzel gibt ihm das mit. Zieh nochmal durch, jetzt reißt hier gerade eine Lücke. Und hier sieht man es auch ganz deutlich in der Abfahrt. Die ersten drei vorneweg, Erik Lesser, dann Birkeland hinten dran. Und dahinter Labschin, wenn ich es richtig sehe. Und dann kommt zunächst mal eine Lücke. Hier haben wir ja nochmal Andi Stitzel. Da muss er aufpassen, dass er nicht vor den Athleten läuft. Jetzt weiter hinten im Feld. Genau, Bormolini, der Italiener. Und da haben wir Labschin. Vorne, das ist Kassar. Genau, für die Slowakei. Ähnlicher Anzug. Und dann stehen die zweiten Läufer schon bereit. Tarje Bö für Norwegen, Benedikt Doll für die deutsche Mannschaft. Und für die Slowakei wird das Tomas Hasila sein. Jetzt kommt die Wechselzone. Dann wird Doll Gas geben. Die Berührung muss her. Da ist sie am Arm. Die wird dann auch freigegeben von einem Wettkampfrichter an der Seite, die jeweils den Arm heben. So dass dann alles regelkonform über die Bühne gegangen ist. Um drei Sekunden haben sie sich absetzen können, die ersten drei, gegenüber Lowell Bailey aus den USA, für die jetzt Leif Nordgren unterwegs ist. Gutes Rennen geliefert. Erik Lesser, aufsteigende Tendenz, Erkältung überwunden, kann man ihm bescheinigen. Sicheres Schießen heute, ganz wichtig, dass da das Selbstvertrauen zurückkommt. Auch für den Massenstart übermorgen, wenn die Besten miteinander ringen. Und dafür haben sich ja alle sechs deutschen Athleten qualifiziert. Das ist richtig gut.
als starke Nation aufzutreten in diesem wichtigen Rennen der Königsdisziplin quasi. Der Erik bekommt eine 1, eine glatte 1 heute. Keinen Nachlader. Wunderbar, als erster gewechselt. Das war jetzt wirklich absolute Weltklasse, was er da geliefert hat. Ja, und insgesamt dennoch das Feld relativ eng beieinander. Da bewegen sich doch viele, viele Staffeln innerhalb von 19, 20 Sekunden bis nach Österreich quasi, die als Zwölfte hier unterwegs sind. Die Bedingungen sind schnell, die Strecke ist jetzt nicht so schwierig, dass man da groß Zeit gut machen kann. Da gilt es tatsächlich, die Positionen zu verteidigen, zu taktieren, zu schauen, dass man dabei ist und zum Schluss eben dann vielleicht noch das Feld etwas unter Druck setzen kann. Aber mehr muss der Startläufer gar nicht machen. Das Schlimmste ist, wenn der Startläufer schon immer weit zurückhängt, dann wird es schwierig. Dann kann man natürlich so eine Wunderstaffel laufen wie letzte Woche unsere Frauen. Genau. Da hat aber auch niemand mehr etwas erwartet. Dann läufst du dann und plötzlich machen die anderen Fehler und dann geht's wieder. Aber wenn du um den Sieg mitkämpfen willst, dann musst du immer vorne dabei sein. Und das schafft auch und versucht auch mit allen Mitteln Benedikt Doll, der 27-Jährige. Der Skikurz und Breitnau. Neunte Laufzeit im Einzel gehabt, als 22. eingekommen, weil er eben auch drei Fehler geschossen hat. Und ein Mordsangriff von Tarje Bö. Schau mal, was der jetzt das zwischen sich gelegt hat, nur in diesem einen Anstieg. Hat richtig Gas gegeben. Aber da darf man die Nerven nicht verlieren. Ja. Und das die Information an den Schießstand, an Marc Kirchner, den Trainer. Ja, Tarje weiß, er ist natürlich in einer tollen Verfassung, Weltcup gewonnen, letzte Woche Weltcup Dritter geworden. Also der hat schon wirklich was drauf und der will jetzt alle unter Druck setzen. So, und jetzt schauen wir mal, ich gehe jedes Tempo mit. Und diese zweite Position, sagt man ja auch immer so, ist die Position anzugreifen, gerade der starken Nation. Da gibt es schnelle Leute, die das Feld unter Druck setzen, Gas geben, versuchen Lücken zu reißen und zum ersten Mal das Feld ein wenig weiter auseinander zu treiben. Ja, der Tarje macht das hier ganz hervorragend. Und Benedikt Doll, ja, bleibt jetzt erstmal in dieser Gruppe mit Lukas Hofer und mit Thomas Hassela. Hier sehen wir es jetzt mal. Jetzt kommt der Angriff. Schau. Jetzt springt er hier an, Tarje Bö. Da kann ihm zunächst keiner folgen. Sehen wir, weil er das linke Bein da heben muss, ja. Und Lukas Hofer versucht alles, dass er da wieder rankommt. Er ist ja auch in sehr guter Verfassung. Absolut. Vetter im Gesamtweltcup mittlerweile. Soweit hat er sich nach vorne gearbeitet. Neunter auch wieder im Einzel. Also wieder eine Top-Ergebnis. Slowakei hält sich gut, jetzt mit Hassela, auch die US-Amerikaner, mit Nordgren auf Position 5. Dann hier der Franzose Fillon Maillet. Drückt hier in der 1-1er-Technik durch, von unten bis oben. Und mit der 20 jetzt also der Koreaner Kim, verschwindet dann gleich weiter hinten im Feld, nachdem Lapshin ja doch ordentlich vorne mitgemischt hat. Ja, ist schon eine ganz beträchtliche Lücke jetzt zwischen Tarje Bö und den ersten Verfolgern. Und hier vorneweg Quentin Fillon-Maillet, der Franzose. Schwerer Sturz. Ja, oder? Schwerer Sturz. Schweden. Das war beim Wechsel. Vielleicht kann er nicht mehr. Ah ja, okay. Das ist einfach ja Kreislauf. Der erste Läufer. Kreislauf. Um den sie sich da kümmern müssen. Der hat alles gegeben. Und dann im Ziel ein Zusammenbruch. Und jetzt kommen sie also zum liegenden Anschlag. Die jeweils zweiten Läufer ihrer Staffeln. Vorneweg Tarje Bö. So, jetzt gilt's. Kann er den Druck aufbauen, den er sich mit diesen paar Metern geschaffen hat, oder hat er sich selbst unter Zugzwang und unter Druck gesetzt? Ja,
Fehler Benedikt Doll, aber jetzt auch Tarje Bö. Müssen beide nachladen. Bö wieder nachladen. Der Italiener geht als erstes raus, Lukas Hofer. Was macht Benedikt Doll? Lange steht die schwarze Scheibe da. Jetzt ist sie umgekippt. Jetzt ist er in der Verfolgung. Da haben wir ihn. Lukas Hofer vorne weg. Mitte 21 Thomas Hassila. Dann Benedikt Doll. 11,6 Sekunden sind es jetzt. Der Rückstand. Und dann Simon Eder für Österreich. Was Benedikt Doll fantastisch gemacht hat, ist diesen frühen ersten Schutz zu setzen. Also da hat er wirklich wieder ein paar Sekunden gut gemacht. Er muss ja irgendwie Nachladeprobleme gehabt haben, weil es hat ja ewig gedauert. Probleme mit dem Nachladen. Muss ganz raus aus dem Schlag. Schau, wie nervös das er ist. Ja, vor heimischem Publikum ist es schnell gehen. Wow, und was mache ich jetzt? Zwei mehr rechts. Und jetzt kommt noch. Ja, klug gehabt. Ja. Also es war sehr schwierige hektisch. Situation, ja. Schwierig, hektisch, aber er hat es dann doch gut gelöst. Und er hat den Druck wollen aufbauen auf die anderen und hat nur sich selbst unter Zugzwang gesetzt. Und hat gar nichts getroffen. Mit seinen drei Nachladern ist er da jetzt erstmal 17,6 Sekunden zurück. Hat bei rechts gedreht und dann Randtreffer links geschossen. Ah, sehr schön hier, diese Nachladebewegung, die geht ja rasend schnell, das Auge kann fast nicht folgen. Schön die Hand unten, die drei Finger am Griffstück lassend, zumindest bei den ersten fünf Schüssen natürlich nur. Und dann schauen wir doch mal nach dem dritten Schießen auf den Stand. Italien, Slowakei, Deutschland, alles im grünen Bereich, auch die Österreicher vorne mit dabei. Weltklasseleistung haben wir Erik Lesser bescheinigt. Er ist ja immer sehr selbstkritisch. Bin gespannt, was er Nils Karben erzählt. Ja, Erik Lesser hat die Grundlage gelegt dafür, dass es sehr gut aussieht für die deutsche Mannschaft. Herbert Fritzenwenger, unser Co-Kommentator, hat ihren Auftritt gerade mit absolute Weltklasse umschrieben. Und der Mann weiß, wovon er redet. Bleibt es ein Geheimnis, warum das an einem Tag funktioniert und am anderen dann schwierig wird? Also ich glaube, der Einzel ist abgehakt. Ich habe die Schlüsse draus gezogen. Ich habe mich am Abend eine Stunde mit dem Trainer zusammengesetzt und sind mal alles durchgegangen. Ja, und dass es geht, das habe ich schon die Wochen vorher gezeigt. Sonst wäre ich nicht in Annecy nach ein paar Fehlern von meinem Sonntag auf dem Podium gewesen mit null Fehlern. Sie schotten sich ja ein bisschen ab durch so Ohrstöpsel. Wie viel von dieser Atmosphäre dringt trotzdem durch zu Ihnen? Ja, da ist schon noch einiges, was durchdringt. Man bekommt eigentlich schon auch alles mit, was einem zugerufen wird, aber es ist halt alles ein bisschen gedämpft, ein bisschen angenehmer. Wunderbar, dann drücken wir mal die Daumen, dass es so erfolgreich weitergeht. Vielen Dank. Und zurück ins Feld, da die Verfolger gerade bei Andreas Stitzel vorbeigehuscht sind. Hier vorne, da sehen wir jetzt mal Lukas Hofer, den 28-Jährigen. Besten Italiener im Weltcup mit einer sehr, sehr guten Saison. Ich habe es angesprochen, weit vorne platziert. Und das sind die Verfolger. Vorne links Benedikt Doll, rechts neben ihm Tarje Bö. Der Vorsprung von Hofer auf Doll war 11,6 Sekunden nach dem Schießen. Werden wir jetzt dann gleich sehen, ob sich das verändert hat. Tarje Bö ist schon wieder an Position 2. Ja. Und da kommt Benedikt Doll. Direkt an seinen Skienden hinten drauf. Ob das letztendlich die Formation dann jeweils sein wird, das ist auch die Staffel, wo noch mal ein wenig was versucht wird. Ich habe es angesprochen, Martin Fourcade heute auf der ungewohnten dritten Position. Beide Bö-Brüder bei den Norwegern ja in einer herausragenden Form. Auch Emil Hegge-Svensson nach der Krankheit gut zurückgekehrt, sehr sicher. Ja, ich glaube, die Positionen 1 und 4 sollte man ziemlich fix behalten. Es ist eine besondere Aufgabe, Start zu laufen. Es ist auch eine besondere Aufgabe, Schluss zu laufen. Dass Martin Fourcade alles laufen kann, da braucht man nicht debattieren. Deshalb finde ich es ganz gut, dass die Franzosen mal einen anderen Schluss laufen lassen. Es kann ja sein, dass Fourcade bei Olympia nicht laufen kann. Hier der Abstand etwas geringer, 8,7 und es waren ja 11,6 nach dem Schießen von Doll auf Hofer.
Also da würde ich, oder da ist noch immer versucht, Position 1 und 4 gleich zu besetzen und dazwischen kann man durchaus variieren. Und diese Tests, diese Varianten, mal eine andere Position zu laufen, wie du es gesagt hast, da kann jemand krank werden oder sonst was und dann musst du einen haben, der die Erfahrung schon mal gemacht hat, ja, beim Großereignis. Erinnerst du dich, als du alles, was du getan hast, aus purer Freude getan hast? BMW xDrive. Im neuen BMW X3 und in vielen weiteren Modellen. Und rechtzeitig wieder im Vollbildmodus zum nächsten Schießen. Da draußen Dominik Windisch, der sich aufwärmt, vielleicht gar nicht so recht dahinschauen mag. Das macht ja jeder unterschiedlich, während Lukas Hofer hier heranrutscht. Jetzt also stehender Anschlag und hinter ihm an zweiter Position Benedikt Doll. Bö und Doll gleichzeitig begonnen. Gelber Punkt bei Doll. Österreich ist weg. Auch Hofer ist weg. Auch Parier Bö ist weg. Ah, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Bloß keine Strafrunde. Er muss jetzt treffen, sonst muss er in die Runde. Benedikt Doll. Tiefes Durchatmen, ja, ja, da hat er lange, lange gebraucht. Das war ihm doch sehr, sehr bewusst. Puh, nochmal gut gegangen für Benedikt Doll. Alle Nachlader verbraucht, Strafrunde vermieden, das ist wichtig. 28 Sekunden, der Rückstand jetzt für die deutsche Staffel. Ja, es war immer sehr viel Bewegung in der Waffe vom Benny. Der Stehendanschlag ist ein schwacher, das sehen wir schon die ganze Saison durch. Es ist von diesen 8 Schießeinlagen eigentlich die kritischste gewesen. Von den 8, wenn man jetzt die ganze Staffel sieht. Und er hat es gelöst, er hat die Strafrunde vermieden. Zweimal knapp links, der Fehler jetzt. Und mit dem letzten, da links tief, auch ganz knapp. Also da könnte auch mal einer fallen. Aber er hat es dann doch hingebogen. Jetzt muss er halt auf der letzten Runde den inneren Schweinehund überwinden, ja, und der Andi auch schlaft auch durch. Der pustet ordentlich durch, Andreas Stitzel und Benedikt Doll mit guter Laufform unterwegs hier in Ruppolding. Vielleicht kann er auf der letzten Runde noch ein paar Prick-Sekunden fressen. Österreich also jetzt ganz vorne mit Simon Eder. Und das freut uns besonders, denn die haben wirklich eine schwierige Saison, während Arne Pfeiffer hier in der Vorbereitung ist. Ja, wir haben eine Zuschauerfrage. Werden abhängig von den Schneeverhältnissen neben dem Wachsen auch andere Ski verwendet? Ja, die Ski haben je nach Schneebedingungen unterschiedliche Härten, unterschiedliche Biegelinien gar. Bei den weichen Schneebedingungen nimmt man etwas weichere Skibiegungen her. Und es ist tatsächlich so, dass man variiert. Aber wir sprechen hier von Zentimeterbereichen, von den Längen vielleicht 2,5 Zentimeter, wenn es ganz hart ist, je nach Streckenverlauf. Also es kommt vor, aber es macht nicht sehr viel aus. Ja, hier haben wir Tarje Bö vor Simon Eder, dahinter Lukas Hofer. Das sind die ersten drei. Insofern hat Tarje Bö sein schwächeres Schießen im Liegendanschlag wieder wettgemacht, läuft wieder vorne weg und Benedikt Doll versucht sicher alles. Ja, der dynamische Oberkörperbewegungen. Das kennen wir von ihm, ja, sehr unruhig im Oberkörper. Jetzt musst du abziehen! Hey, jetzt reißt die Lücke! Jetzt reißt das! Jetzt musst du ab!
Ja. Jetzt in den Schwung mit! Aber er ist noch gut drauf, er ist noch gut drauf. Ja, hinter ihm Maxim Zvetkov. Der Russe, der Druck macht. Jetzt ist Hofer vorbeigegangen an Bö und Simon Eder. Den Österreichern auch Dominik Landertinger heute auf der letzten Position. Oberhof zurückgekehrt, Dominik Landertinger, der Liefer an 1. Heute also wieder mit der Verantwortung hinten drauf am Ende mit den Stärksten zu kämpfen um die endgültige Platzierung. Ja, Benedikt Doll macht Plätze gut, Zeit macht er nicht gut, aber er verliert ja auch nichts. Die da vorne laufen ja richtig, richtig schnell, können sich abwechseln. Außen vorbei zu gehen ist jetzt hier mühsam, geht auch nicht. Ja, bleibt er auch innen hinter Thomas Hassila, Dominik Windisch, der da draußen schon bereitsteht. Jetzt als dritter Läufer für Italien Lukas Hofer ablösen wird. Toller Fight. Diese letzten Runden Vollgas nochmal zu geben. Diesen Anstieg über diese Kuppe rüber, das Tempo mitzunehmen. Dann in die Abfahrt rein. Angetrieben von heute 18.000 Zuschauern hier in Ruppolding. 26,2 Sekunden jetzt der Rückstand von Benedikt Doll. Ja, da holt er unwesentlich auf. Eine gute Sekunde war, hat er aufgeholt, was sehr toll ist, sehr gut ist. Aber wesentlich natürlich nicht. Das müssen jetzt die anderen beiden wieder richten. Und jetzt kommt Emil Hekle-Svensson für Norwegen. Und dann nochmal in der Studie. Schön anzusehen, diese drei Herren hier. Im gleichen Takt quasi diesen Anstieg hinauf. Für Italien also jetzt Dominik Windisch, Emil Hekle-Svensson ist das für Norwegen. Und für die Österreicher Julian Eberhardt. Nein? Ja, war gemeldet, aber jetzt ist Mesotic eingesprungen. Julian Eberhardt steht auf der Startliste. Haben wir keine Information bekommen, dass da kurzfristig getauscht worden ist. Sorry. Also Julian Daniel Mesotic jetzt für Österreich unterwegs. Und jetzt der Wechsel für die deutsche Staffel. Arndt Peiffer unterwegs. Benedikt Doll abgelöst. Und wir haben es gesagt und verfolgt während der Runde. Abstand in etwa gleich geblieben. Die Frage der Zuschauer, bis wann kann man wechseln, austauschen, bis eine halbe Stunde vor dem Start. Ich glaube sogar, bis eine halbe Stunde vor dem Start des jeweiligen Läufers kann man wechseln, wenn einer krankheits- oder verletzungsbedingt ausfällt. So, für Frankreich also jetzt Martin Fourcade, für Russland Anton Babikov. Das sind die Staffeln, die wir weiter engeren Favoritenkreis auch sehen. Das sind die Führenden, das ist die Spitze mit Windisch, mit Svensson und mit Mesotic. Peiffer mit dem 11. Rang im Einzel, 16. Laufzeit, insgesamt in der guten Form, unter den Top 10 auch im Weltcup, direkt hinter Simon Schemp platziert. Und da haben wir ihn im Bild, Martin Fourcade, der jetzt sicher versuchen wird, vorne mit reinzukommen, ganz vorne mit reinzukommen.
Franzosen auf Position 7 gewechselt, 5 Nachlader bislang gebraucht. 41,4 Sekunden war ihr Rückstand. Ja, und diese Formation hier der deutschen Mannschaft mit Lesser, mit Doll, mit Pfeiffer und mit Cem. Ich habe es gesagt, das ist die nominell stärkste. Wenn Sie sich von vorn lassen, sauber dein Tempo, genau, sauber Technik, Schwung mit in die Abfahrt jetzt, hopp, hopp. Wie wenn alles normal läuft, dann sicher auch, wenn Pyeongchang das Rennen aufnehmen wird. Der Karte hier vorbeizieht. Auch auf den Positionen dürften sie gesetzt sein, so wie sie heute laufen. In Oberhof haben ja Erik Lesser und Simon Schemp verzichten müssen. Simon Schemp abgereist wegen seiner Rückenprobleme, die er nach wie vor noch mit sich trägt. Aber wir hören von Besserungen und Linderung so nach und nach, Schritt für Schritt, sodass er heute abschließend hier auftreten kann vor heimischem Publikum. Und Martin Fourcade, der robbt sich da langsam ran an die Dreiergruppe um Arndt Pfeiffer. So eine Position, diese dritte Position, die man auch nutzen kann, eben um gegebenenfalls einen Rückstand wieder aufholen zu können durch einen extrem starken Läufer. Das hat man früher oft gemacht, dass die Position 3 mit den stärksten Läufern besetzt war. Mit der Zeit wechseln sich aber so die Ansichten auch der Trainer und auch des Feldes überhaupt, wie sich so ein Staffelfeld entwickelt. Und jetzt der Rückstand, da kämpft er und er ist einfach ein überragender Athlet. Der beste Biathlet, glaube ich, den es je gegeben hat, auch wenn Uli Einar Bjørndalen der erfolgreichste bisher ist. Aber was der Knabe immer in den Schnee zaubert, ist bewundernswert und auch am Schießstand eben kann. So, da wird ihm das gute Tempo bescheinigt. Ja, Martin Fourcade mit 29 Jahren kann ja noch ein paar Jahre mittun. 6-mal Gesamt-Weltcup-Sieger in den letzten Jahren. Wird der Fahnenträger sein in Pyeongchang. Er hat erzählt, dass ihm das schon für Sochi angeboten worden ist. Da hat er aber damals abgelehnt und gesagt, nee, möchte Olympiasieger werden, will ganz fokussiert bleiben, nichts nebenbei machen müssen, keine Termine, sonst was wahrnehmen müssen, die immer auf euren Fahnenträger natürlich auch zukommen. Aber in diesem Falle, in diesem Jahr hat er gesagt, okay, das mache ich gerne, ich bin Olympiasieger, ich bin etwas entspannter, dann trage ich die französische Fahne gerne ins Stadion von Pyeongchang. Emil-Hekle Svensson, Oberhof, die tollen Schießeinlagen im Einzel hier mit Problemen. Und hinten kommen die nächsten Verfolger, da kommt auch Arndt Pfeiffer. Und da kommt Martin Fourcade, der das Ganze hier im Ranrutschen schon ein wenig beobachten kann. Zwei Fehler Mesotic, Svensson ist gleich durch, auch Windisch geht mit raus. Jetzt der erste Schuss von Arndt Pfeiffer. Lange gebraucht, länger als Martin Fourcade. So, der Franzose springt an Pfeiffer vorbei. Auch Babikow mit 5 Treffern. Nachlader Arndt Pfeiffer. Kostet so um die 10 Sekunden etwa. Vorne also Windisch, Svensson, Mesotic. Dann mit Abstand Martin Fourcade und Babikow. Und dann kommt Arndt Pfeiffer in Schlagdistanz, 6 Sekunden hinter Babikow. Und auch diese 6 Sekunden hat er jetzt verloren zum Wechsel. Dieser eine Nachlader war die Zeit. Schade. Aber vielleicht kann er sich heranroppen an Babikow. Vielleicht sogar das Tempo von Fourcade irgendwie über die Distanz aufnehmen. Hier haben wir den Schweden,
Martin Consiglio war. Vorjahr überhaupt zum ersten Mal eingesetzt. Oberhof an Position 1 gelaufen, heute also von Wolfgang Pichler auf die 3 gesetzt. Und dann schauen wir über die Schulter von Emil Heckle-Svensson. Nachladebewegung, sauber, keine Bewegung in der Waffe und Arndt Pfeiffer hier eine 10, schießt er hier mit dem ersten Schuss. Auch der zweite extrem gut, den muss er deutlich gemerkt haben, deswegen hat er sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das Nachladen, ja, funktioniert auch gut. Gefahr ist immer da, dass die Schaftkappe etwas aus der Schulter rutscht. Aber hier perfekt wieder im Anschlag, wieder die 10 gesetzt. Ja, beim Staffelschießen kann sowas schon mal vorkommen und er hat es trotzdem gut gelöst. Das sind die beiden Führenden, die hier vorne wegmarschieren. Schulter an Schulter, Svensson und Windisch. Und da haben wir sie jetzt im realen Tempo und wir hören mal runter. Benedikt Dollister, bitte. Ja, und er ist immer noch ordentlich abgekämpft nach seinen schweren Runden hier. Schießfehler werden ja in der Staffel vergleichsweise milde bestraft mit der Nachlademöglichkeit. Ab dem wievielten Nachlader fängt das große Zittern und das Nachdenken an, dass man unbedingt diese Strafrunde vermeiden muss, will? Ja, das Nachdenken hatte ich heute eigentlich gar nicht, weil ich bin gut gestanden. Es war eigentlich total sinnlos, dass ich dann für den einen 3 Nachlader gebraucht habe. Den hätte ich auch beim ersten Mal einfach treffen können, weil es jetzt nicht irgendwie so ganz zittrig war. Aber ich war einfach ganz schön kaputt, weil auf der Strecke ging es heute nicht so. Sie haben gerade kurz bevor wir dran waren gesagt, ich hätte viel besser nachladen können. Was kann man denn da besser machen? Schneller, kann ich mir vorstellen. Oder was meinten Sie damit? Wir können es uns übrigens auch nochmal anschauen. Ja, einmal natürlich auch schneller. Aber ja, wenn man dann wieder am Zielen ist, einfach Ruhe, das war viel zu schnell, der war nicht ausgezielt. Und es ist total überflüssig, weil beim letzten habe ich dann mal eigentlich angefangen zu zielen. Ich weiß auch nicht, ich habe gedacht, die klappen irgendwie schon. Naja, aber bei der Staffel haben wir ja gelernt, kann man bis zum letzten Läufer ganz hoffnungsvoll bleiben, da kann auch so viel passieren. Vielen Dank. Bitte. Oh ja. Er ist wirklich angeschlagen, etwas müde. Ist logisch, sein Rennen, auch wenn es nur 7,5 Kilometer ist, du gibst ja alles, du gibst 100% und das steckt dir einfach in den Knochen. Gerade in diesem Mannschaftswettbewerb und sie haben natürlich auch das Einzel in den Knochen hier abgeliefert vor 2 Tagen. Das geht dann auch nicht so ganz spurlos. Ja, und auf so einer letzten Runde, da geht der Puls, wir haben eine Zuschauerfrage zum Puls hier, durchaus mal auf 195, auch 200. Ist sicher keine Seltenheit, gerade hier auf diesem Anstieg hoch dann. Die laufen jetzt zum stehenden Anschlag, da wird es noch nicht so hoch sein. Aber bis zu 200 ist da der Puls schon drin. Also alles im Maximalbereich bei den Athleten. Und Martin Foucault hat seine Formation hier, sein Quartett, auf eine Position weit, weit vorne gebracht, in Podestnähe. Daniel Mesutic kann dem nicht folgen, ist auch nicht zu erwarten, ist überhaupt auch seine Saison nicht. Eigentlich nicht gesetzt, aber Tobias Eberhardt, der im Übrigen heute Geburtstag hat, krank. Julian Eberhardt muss es auch erwischt haben, wenn er so kurzfristig da ausgestiegen ist. Es gilt jetzt ganz einfach ein sauberes Stehenschießen hinzulegen. Und hier Emil Heckle-Svensson und Dominik Windisch in dieser Abfahrt. Ja, alles geht gut. Bei so Zeitloppen, da kann man ja immer schon mal spekulieren, passiert was? Nein, jetzt beide im Anlauf zum Schießstand. Der schon im Hintergrund da auftaucht, hinten links. Da haben wir eine Zuschauerfrage. Wir werden jetzt auf den Matten gleich die gestrichelten Linien sehen, diese Querlinien, ob die eine besondere Bedeutung haben. Das sind Linien zur Orientierung für die Athleten. Wenn sie mit dem linken Fuß über diese Linie gehen, dann können sie sicher sein, hier sieht man sehr schön, dass sie mit dem Lauf über die Feuerlinie gehen. Die Feuerlinie ist das Ende der Matte. Wir müssen also über diese Kante mit dem Lauf sein, damit die Sicherheit gewährleistet ist. Und hier sehen wir eben gleich jetzt mal, sind sie über der Feuerlinie? Ja, beide sind über der Feuerlinie. Sicherheit ist gewährleistet.
Gutes Schießen bis hierhin. Beide müssen nachladen. Martin Foucault, was macht er? Trifft er alles? Emil Heckle-Svensson marschiert los. Windisch mit Problemen. Und er setzt sich hinter Emil Heckle-Svensson an Position 2. Ist das denn die Möglichkeit? Starker Auftritt einmal mehr von Martin Foucault. Und den erhoffen wir uns natürlich jetzt auch von Arnd Peiffer. So, jetzt hat er es geschafft mit dem einen Nachlader. Der musste dann, schade, doch noch sein. Beim letzten Schuss. Babikow als Vierter raus vor Arnd Peiffer. 5 Sekunden dahinter der Deutsche. Und dann Daniel Mesutic. Mittlerweile auf Position 6. Ja, wunderbar. Dieser fünfte Schuss, dieser Fehler, der muss nicht passieren. Das ist eine Unkonzentriertheit. Sehen wir in den letzten Tagen immer wieder weit rechts weg, ja, in die Bewegung hineingeschossen. Gestern bei den deutschen Frauen auch immer oft, nicht immer, oft der letzte Schuss. Wenn ich 4-mal so sauber durchschießen kann, dann ist es einfach ärgerlich. Da haben wir Simon Schemp, der sich so langsam der warmen Klamotte entledigt. Benedikt Doll schaut kurz vorbei. Der kurze Klaps für den Schlussläufer der deutschen Staffel. Und da haben wir Michal Slesinger, Tschechien. Das ist mal wieder ein Beweis, Einzelrennen zusammenzuzählen und dann sagen, das ist eine gute Staffel, ist im Biathlon oft nicht hilfreich. Vor allem dann, wenn man wettet. Also man sollte, eine Staffel hat immer ihre eigenen Gesetze und wir haben es vorhin gehört, es kann bis zum letzten Schützen alles passieren. Da haben wir auch unten rechts bei den Scheiben, als sie noch eingeblendet waren, gesehen, dass die ein oder andere Strafrunde da jetzt gefallen ist bei diesem Schießen. Und hier haben wir Svensson und dahinter dann Martin Foucault und Dominik Windisch, der sich da dran hält an den Skihänden des Franzosen. Und von den Zuschauern hören wir, wo bleibt Roman Rees, wo ist Roman Rees? Der läuft heute nicht, die Einsatzkonzeption. Der Trainer ist ganz klar, es laufen jetzt erstmal diese arrivierte Staffel. In Antholz ist dann immer noch Zeit, wenn Bedarf ist, auch Roman Rees einzusetzen. Man darf nicht vergessen, mit 24 Jahren, er ist noch jung, er hat auch jetzt diese Regeneration notwendig nach diesem schweren Einzelwettkampf. Und er wird sicher zur rechten Zeit noch eingesetzt werden, um dann zu sehen, ob er ein möglicher Staffelkandidat ist. Das entscheidet sich dann letztendlich vor Ort bei den Olympischen Spielen, wie angesprochen. Da muss man die Tagesform beachten, wie jeder so drauf ist, wie er das ein oder andere Rennen schon weggesteckt hat, sind alle gesund. Und dann muss man sich genau überlegen, wer sind die 4 Besten an dem Tag für die Staffel, für die jeweilige Position. Da reißt es zur Lücke. Noch ganz vorne, gleiche Geschwindigkeit mit Svensson, 38 dahinter ab. Also läuft das Tempo wie vorne. Emil Heckle-Svensson. Arnd Peiffer. Wieder hat er sich hier rangestohlen, Martin Foucault. Mit seinem Windschatten auch. Dominik Windisch an Emil Heckle-Svensson. Die haben sich ja Oberhof so ein wenig gefrotzelt, die beiden. Verstehen sich alle prima untereinander. Aber die Norweger haben ein wenig gesagt, wir sind jetzt da, wir sind in der tollen Form, wir werden ihn ärgern. Und dann hat er zurückgeschlagen, der Martin Foucault. Und jetzt geht er hier vorbei. Extrem die Leistung von Dominik Windisch auf der letzten Runde. Der war ja 10,8 Sekunden hinter Svensson. Das musst du erst mal gut machen. Und jetzt der Angriff von Martin Foucault. Windisch wieder hinterher fliegen. Ja. Wie der Teufel. Boah. Das kostet brutal viel Kraft. Und somit geht Martin Foucault hier in Führung. Einmal mehr starke Leistung, starker Auftritt. Jetzt schaut er mal kurz über die Schulter. Aber die sind beide noch da. Und jetzt geht's runter. Und damit schafft er eine tolle Ausgangsposition. Für Antonin
Gonnard am Ende, der dann beweisen muss, ob diese Taktik der Franzosen heute aufgeht. Naja, da hält Svensson nochmal dagegen, aber er kommt nicht vorbei. Foucault sagt, Freunde, ich bin hier der Bär im Wald. Ich will hier als Erster wechseln. Oh, dazu muss er aber auch auf den Beinen bleiben. Ja, ja, und jetzt geht's hier rechts weg, links zum Schießstand, rechts in die Wechselzone, wo die vierten Läufer also bereitstehen. Kein geringerer für Norwegen als Johannes Tinjes Bø. Für die Franzosen, wie angesprochen, Guidona. Und für die Italiener Thierry Chenal, 25 Jahre alt. Hier haben wir Guidona, den kleinen Wahnsinnigen, wie sie ihn nennen, im französischen Team. Seinen fulminanten Auftritt in der Heimat in Le Grand Bornand, als er Dritter wurde. Völlig aus dem Nichts heraus. Und von sich selber sagt, ich könnte so ein guter Biathlet sein, aber es gibt auch anderes Schönes auf der Welt und im Leben, sodass ich mich da nicht immer so fokussiert drum gekümmert habe. Aber in dieser olympischen Saison, da bietet er sich an für Einsätze dann auch in Pyeongchang. Und heute mit dieser Verantwortung, mit der vierten Position, das ist schon auch ein Zeichen der Trainer. Absolut. Und da ja, kann man jetzt mal tippen. Natürlich, der haushohe Favorit ist der Mann mit dem goldenen Gewehr. Ja. Johannes Tinjes Bø. Während wir hier nach 48,1 Sekunden den Wechsel der deutschen Mannschaft sehen, da Martin Foucault gewechselt hat. Hier kommt Babikov für Russland, Mesotic für Österreich. Die übergeben jetzt an die Herren Anton Schipulin und Dominik Landertinger. Auch das ein schönes Duell dieser beiden. Wobei man ja sagen muss, Arndt Peiffer hat Mesotic und hat Babikov, vor allen Dingen Babikov, deutlich auf der letzten Runde stehen lassen. Ja. Er hat zwar 9 Sekunden verloren, gute 9 Sekunden auf den Führenden, auf die führende Position in dem Fall. Aber es war schon eine tolle letzte Runde von Arndt Peiffer. Ja, und Johannes Tinjes Bø bleibt hier mal hinten dran, lässt die beiden da mal die Arbeit machen zunächst. Der Mann mit dem goldenen Gewehr. Und Emil Hegde-Svensson steht da draußen, seine Sache gut gemacht. Auch Marta Foucault mal nicht als letzter über die Ziellinie, sondern kann sich das jetzt anschauen, was da noch passiert. Insgesamt 6 Nachlader jetzt bei der deutschen Mannschaft registriert. Und hier nochmal der Klaps von Windisch an Svensson. Tolles Rennen auch von Dominik Windisch. Insgesamt die Italiener einmal mehr halten sich super gut mit ihrer Staffel. Und hier haben wir eine Überrundung, ja. Und der Kollege macht es richtig. Er muss sofort das Rennen verlassen. Und jetzt hat Johannes Tinges mal gesagt, kurz. Jetzt lassen wir das mal mit dem Warten da hinten. Ich laufe jetzt mal so, wie es Männer können. Ja, ist der Wahnsinn, ja. Kurz die Handbremse gelöst, vorbeigezogen und gleich ist die Lücke da für Johannes Tinjes Bø. Der jetzt mit seiner Form, mit seinem Selbstbewusstsein in der Lage ist, das Rennen hier zu steuern, zu Ende zu laufen. Und wir sind sehr gespannt, was die Herren da noch dagegen setzen können. Oder ob sich Johannes Tinjes Bø da die ein oder andere Schwäche leistet am Schießstand. Wenn wir jetzt mal Johannes Tinjes Bø wegnehmen, Simon Schenk macht, naja, ein paar Sekunden, 3 Sekunden gut bis zur ersten Zwischenzeit. Und die beiden, die müssen sich jetzt, sie sind zwei Klassen. Das sind zwei Klassen im Augenblick Unterschied zu Johannes Tinges. Wie man hier schon wirklich auf den ersten Metern sieht, wie deutlich, wie schnell der da weg ist. Beides aber, wie angesprochen, interessante Athleten, auch dieser Thierry Chenal. Erstes Rennen in Hochfilzen als 45. im Sprint. Aber dann eben auf dieser vierten Position schon eingesetzt in der Staffel. Und jetzt auch hier wieder bei der letzten vor den Spielen. Fünf Siege im Weltcup. Da haben wir ja mittlerweile Halbzeit. 11 Rennen sind durch von 22 insgesamt in dieser Saison.
Und Johannes Tinius-Bö, Zweiter in der Gesamtwertung hinter Martin Foucault. Gleiche Anzahl von Siegen wie der Franzose. In dieser Abfahrt kommen die Athleten ungefähr 50, 55 km/h drauf. Es ist sehr einfach zu fahren, es geht gerade hin. Man kann sich etwas unkonzentrierter auch ausruhen. Man muss nicht so hoch konzentriert sein. Diese Kurve da unten rum, die geht dann auch leicht. Und jetzt geht schon nach diesem kleinen Hügel wieder in die Vorbereitung, mentale Vorbereitung für den Skistand. Und da haben wir Simon Schemp mal im Bild. Der erzählt halt nach dem Einzel, ja, der Rücken, vierte, fünfte Runde, hat er mir wieder Probleme bereitet. Wenn Sie das Ganze hier verfolgen über die Wochen, wissen Sie das, dass seit Filzen Probleme, muskuläre Probleme hat im Rückenbereich. Es wird wohl nach und nach besser, aber ist noch nicht optimal. Es ist noch Zeit genug und Sie werden sicher auch von Rennen zu Rennen überlegen, ob es Sinn macht, vielleicht noch mal eins auszulassen oder durchzuziehen, dann nach Antols die 3 Wochen bis Pyeongchang. Das sollte reichen, um Simon Schemp auf ein Top-Niveau zu bringen. Auf ein ähnliches wie seines hier. Das goldene Gewehr auf der Matte 1, häufig gesehen in dieser Saison. Er hat selbst in der Hand, Johannes Tinius-Bø. Seine Konstanz, seine Form am Schießstand und im Laufen. Und schon ist er weg. Die Sekunden laufen gegen diese Herren hier. Und da hinten kommt Simon Schemp. So, die müssen nachladen. Das eröffnet Simon Schemp natürlich Chancen, zumindest mal näher ranzukommen. Sollte zwingend jetzt mal die Nachlader vermeiden. So, Gigonard 26,3 Sekunden sein Rückstand. Genal mit 2 Nachladern auch unterwegs. Oh, es wird die Lücke. Aber gleich der Erste geht daneben. Er muss aber riskieren, denn er braucht ja den Podestplatz. Ja. Das ist der Anspruch der deutschen Staffel, muss er auch sein. Ah, ja, ja. 2 Nachlader für Simon Schemp, da verzieht er selbst kurz das Gesicht. Schipulin. Ja, Anton Schipulin macht das wesentlich besser hier, geht vorbei an Simon Schemp. An Position 4. Dominik Landertinger auch noch am Schießstand, ja, gemeinsam mit Schipulin unterwegs. Jetzt hat er es erledigt, Simon Schemp. Nochmal so 20 Sekunden eingehandelt. 5. Position für Simon Schemp. An 6 Dominik Landertinger für Österreich. Das sind 42 Sekunden auf den 3. Platz. Das ist jetzt viel Holz. Das ist der Franzose beim letzten Schuss, steht auf und mitgeht. Und der hat es super gemacht. Ja, perfekt bis hierher. Das Rennen von Johannes Tinius-Bø wieder einmal. Rechts der Fehler. Oh, alles rechts. Auch hier rechts hoch. Fehler rechts, Trefferbildverlagerung nach rechts. Wind könnte schon eine Ursache gewesen sein, dass er da nicht ganz aufmerksam war, der Simon. Auch hier der Treffer rechts. Ja, man sieht sehr schön, es ist alles in der rechten Hälfte hier. Ja, und der geht. Der war wieder ein wenig mehr in Richtung Zentrum, in Richtung 10. Der Blick hier auf diese Haupttribüne, pickepacke voll heute. Und das ist der Stand nach dem 7. Schießen. Norwegen mit insgesamt 5 Nachladern vor Frankreich, 26,3 Sekunden. Dann Italien auf Position 3. 8 Nachlader, die deutsche Formation auf Platz 5 hinter Russland jetzt. Also Anton Schipulin vorbeigegangen an Simon Schemp.
Dem folgt dann Dominik Landertinger als Schlussläufer für Österreich. Zurückgekehrt nach Bandscheiben-OP, langer Reha-Pause in Oberhof mit steigender Tendenz. Das ist auch der Mann, der für Österreich diese Position eigentlich immer einnimmt. Ja, und Landertinger verliert deutlich auf Simon Schemp jetzt auf einer Strecke, die dazu noch keinen Anlass gibt. Vielleicht ist er auch kurz gestrauchelt. Das ist ungewöhnlich. Er hat fünf Sekunden ungefähr verloren. Ja, ganz sicher ist Dominik Landertinger auch noch nicht bei 100% da, wo er vorher war mit seinen Leistungen. Bandscheibenoperation. Und da läuft jetzt da vorne ein einsames Rennen. Hier kommt Simon Schemp im Anstieg. Komm Simon, auf geht's! Auf Platz 3 deutlich aufgeholt. Da sind wir bei 6 Sekunden dahinter. Schippo aus dem Blickfeld. Auf geht's, komm auf! Schippo, das ist Anton Schipulin für die russische Mannschaft. Bislang in Hochfilzen ein zweiter Platz. Für das deutsche Quartett in genau dieser Aufstellung hier in Oberhof, dann bei der Nebelstaffel Sechste, ohne Lesser, ohne Schemp. Und da haben wir Siegfried Massé, den französischen Trainer, der Norweger Schießtrainer. Antonin Vigonat, 26 Jahre ist er alt, aus der Nähe von Lac Lussat. Von Annecy. Und dann der Italiener Thierry Michinal. Hält sich da nach wie vor auch ganz ordentlich. Und Simon Schemp hat diese Möglichkeit nicht nutzen können. Er hat ja zwei Nachlader gebraucht. Die musste er dann selbst in Anspruch nehmen. Sekunden, also jetzt der Vorsprung schon von Johannes Tiniesbö. Und jetzt schon wieder hier zurück. Rein ins Stadion. Bereitet sich vor, Brille hoch, Puls ein wenig runterfahren. Für den Bereich, den er da so jedes Mal anstrebt. Abschließendes Schießen. Stehender Anschlag. Johannes Tiniesbö kann hier den Deckel drauf machen. In Hochfilzen, da haben sie auch schon gewonnen. Dritte waren sie in Oberhof. Und da hat er auch noch Glück. Der war weit weg. Wieder Glück. Also er hätte jetzt auch vier Fehler schießen können. Also es gehört schon auch immer Glück und Können zusammen. Das war's. Johannes Tiniesbø sichert den Sieg ab, trotz der zwei Nachlader für Norwegen. Wenn er da nicht noch stürzt oder sonst was Grobes passiert, ist die Entscheidung um den Sieg hier gefallen. Und Vigonat, der macht das überragend. Keine Nerven scheint er zu haben. Bleibt hier auf der zweiten Position. Jean-Paul Chaquinot, ja, sichtlich zufrieden. Stark, starke Einlage. Ohne Nachlader ausgekommen. Vorteil Schipulin immer noch. Oh, der kämpft jetzt der Italiener gegen die Strafrunde. Jetzt drücken wir die Daumen, dass Simon Schemp gut durchkommt. Strafrunde Italien. Russland ist weg. Ja. Weiter so. Ah. Noch einmal zwei Nachlader für Simon Schemp. Das ist richtig bitter. Denn da war die Tür jetzt weit offen. Jetzt muss er hier weiter kämpfen. Dominik Landertinger, zweiter Treffer. So, jetzt ist er durch.
Und Landertinger trifft alle fünf Scheiben auf Anhieb. Hat jetzt Simon Schemp da vor Augen. Vierter Rang also. 1 Minute 30,9 der Rückstand. Ja, und Simon hat riskiert, hat das natürlich richtig gemacht. Und dann sind dieser Schuss und jener, der war dann ganz weit weg. Der vierte ist sehr schnell gekommen. Er war nicht ausgezielt, sondern mehr, da war mehr die Hoffnung und der Wunsch der Vater des Gedanken. So wie wir es bei Benedikt Deutsch schon gehört haben, der auch gesagt hat, den habe ich nicht ausgezielt. Und dann hat das am Ende doch noch geschafft. Also Rückstand gut 1,5 Minuten. Vorneweg in Führung liegend deutlich Johannes Tinjesbø. Und wir haben Arndt Pfeiffer zu Besuch. Bitte. Das Wesen einer Staffel ist, dass alles, was der Einzelne richtig oder auch falsch macht, Auswirkungen auf die ganze Mannschaft hat. Beeinflusst das Ihre Art, so ein Rennen anzugehen? Ja, man muss das Risiko natürlich gut wohl kalkulieren, weil natürlich drei andere dranhängen. An sich versucht man natürlich, egal ob Staffel oder Einzelrennen, mit 100% Trefferleistung auf Schießstand wegzugehen. Wenn das aber nicht gelingt, Sie haben zwei Nachlader gebraucht, Simon Schemp insgesamt vier gerade. Wirkt die Runde dann nach auf dem Schießstand oder hat das so eine mentale Komponente? Also ich glaube, heute spürt man die Runde schon ein bisschen, weil es relativ aufgebrochen ist. Ein bisschen feiner Griesel, darunter eine Eisplatte. Das heißt, man kann nicht überall super wegdrücken, weil da rutscht man weg. Und dieser Griesel, der bremst einen, also es ist eher mühsam heute. Aber trotzdem haben wir zu viele Nachteile benötigt, definitiv. Ein bisschen hat uns vielleicht auch hier und da das Glück gefehlt. Man sieht, der Johannes Böhm mit zwei Randtreffern eben, da war das Glück auf seiner Seite. Bei uns vielleicht heute nicht unbedingt. Ich bin auch nicht so zufrieden, was ich heute läuferisch angeboten habe. Da war ich doch irgendwie ein bisschen müde einfach. Naja, das darf man auch mal sein. Vielen Dank. Danke auch. Ganz ähnliches Interview wie bei Benedikt Doll. Also auch Arndt Pfeiffer hat sich heute müde gefühlt. Ligonat, der Franzose, nach wie vor auf zweiter Position. Ja, aber das Grundthema ist schon die 10 Nachlader insgesamt. Das sind schon richtig, richtig viele. Viel mehr als alle, die so da drumherum sind. Die Italiener mal außen vor gelassen. Und das zieht sich so ein wenig bei der deutschen Mannschaft durch die letzten Wochen. Ja, das kriegen sie im Augenblick noch nicht in den Griff. Sie sind bekannt alle schießstark. Sie haben letztes Jahr gute Ergebnisse gebracht. Sie können technisch schießen. Es ist so, die Schießform ist auch in einer Welle. Das heißt, wenn es mal gut geht, geht es 4-5 Wochen lang gut, du weißt nicht zurecht, woran es liegt. Genauso dann eben, wenn es mal schlecht geht, du machst dir nichts anders. Und es ist eine Wellenform und ich bin mir ganz sicher, dass wir in 4 Wochen wieder über eine ganz andere deutsche Mannschaft sprechen können. So sieht's aus, die Zeit ist da, Laufen und Schießen zusammenzubringen. Erinnerst du dich, als du alles, was du getan hast, aus purer Freude getan hast? BMW xDrive. Im neuen BMW X3 und in vielen weiteren Modellen. Und das war ein richtiges Schaulaufen für Johannes Tinjesbø durch all diese Zuschauer. 18.000 heute in der Chiemgau Arena. Gratulation an Norwegen, an Lars-Helge Birkeland, Tarje Bø, Emil Hekle-Svensson und Johannes Tinjesbø. Zweiter Sieg in dieser Saison. Dritte waren sie in Oberhof. Damit ganz klar, das ist keine Überraschung. Eine der Favoriten für die Spiele in Pyeongchang. Und dann der Franzose Gigonard. Die erste Position, die Martin Foucault erarbeitet hat, konnte er nicht ganz halten gegen den überragenden Johannes Tinjesbø. Aber auch das eine klasse Leistung. Zweiter Platz für Frankreich in Ruhpolding nach einem dritten Rang in Hochfilzen und einem fünften in Oberhof. Auch das ist eine gefestigte Formation, mit der zu rechnen ist in der Vergabe der Medaillen.
Und dann kommt Anton Schipulin. Im Übrigen vor 10 Jahren hier an gleicher Stelle dreimal Juniorenweltmeister geworden. Also heute mit dem Erfolg für die Staffel. Er hat es am Ende aufs Podest geschafft. Anton Schipulin mit Volkov, mit Svetkov, mit Babikov. Das also die ersten drei. Und dann kommt Simon Schemp. Deutsche Mannschaft also heute neben dem Podest. Es bleibt der zweite Rang von Hochfilzen, den sie sich da erarbeitet haben. Heute war es das Schießen. Zu viele Nachlader haben sie gebraucht. Und deshalb war das Podest nicht möglich. Der Dank ans tolle Publikum, die hier unterstützt haben. Die vier Athleten. 1,26,5 am Ende der Rückstand von Simon Schemp auf Norwegen. Und dann ist auch Dominik Landertinger da. Aufwärtstendenz muss man ihnen bescheinigen, den Österreichern. Fünfter Rang für sie. Nach dem Desaster ja zu Hause mit dem 19. Rang. Und dann die Schweden, die vergangene Woche in Oberhof. Erste waren überraschend, heute auf dem 6. Platz. Auch das eine sehr, sehr gute Position. Und der Italiener Genal, der hat den Podestplatz am Schießstand verloren. Das Manko bei den Italienern, sie haben keinen 4. starken Läufer. Die ersten drei überragend, aber der 4., wenn du den nicht hast, dann kommt es eben so raus mit dem 7. Platz. Da haben wir kurz die siegreichen 4 aus Norwegen gesehen, die siegreichen Wikinger heute. Und dann im Ziel Bulgarien, Wladimir Iliev hat das zu Ende gebracht. Strahlende Gesichter, beiden Böll-Brüder in überragender Form. Lars Helge Birkeland hat sich da reingelaufen über die Saison. Dann kommt Jakov Fak für Slowenien an 10. Position. Tschechien im Übrigen als 8. eingekommen. Also da werden sie wieder analysieren und werden versuchen, das Schießen in den Griff zu bekommen. Weiter daran zu arbeiten. Sonntag der Massenstart, das ist der Endstand. Norwegen gewinnt diese Staffel von Ruhpolding vor Frankreich und Russland. Deutschland landet daneben, neben dem Podest, auf dem 4. Platz. Ja, Norwegens Männer, also mit dem 2. Saisonsieg. Sven, sind sie damit automatisch der Goldfavorit für Olympia? Das sind sie, aber ich denke mal, sie sollten nicht sich in Sicherheit wiegen, sondern die eine oder andere Staffel, was man heute gesehen hat, hat hier und da so kleine Feinheiten gehabt. Wenn die das dann hinbekommen, die Konkurrenz, dann wird es auch ein heißes Rennen dann auch zu den Olympischen Spielen. Deshalb ist es nicht automatisch sicher, dass Norwegen dann auch Olympiasieger wird. Und lässt sich der heutige Tag aus deutscher Sicht auf 3 Worte reduzieren? Zu viele Nachlader? Ja, kann man es machen, aber trotzdem, es lief vom Laufen her nicht so richtig frisch. Also man hat auch gemerkt, dass es im Laufen so ganz klein wenig ein bisschen nachging und dadurch auch vom Nachlader, von den Nachladerschüssen auch viel zu viel Zeit verloren gegangen ist gegenüber die drei, die vorne auf dem Podium waren, hat einfach Deutschland zu viel Zeit da auf dem Schießstand verloren. Nicht allein nur durch den ein oder anderen Sekunden im Laufen, sondern extrem auch dann beim Aufenthalt am Schießstand. Genau, wenn man nämlich mal die Nachlader vergleicht, Norwegen hat 7, hat gewonnen, Deutschland hat insgesamt 10 Nachlader, ist aber 1 Minute 26 hinter Norwegen. Also pro Nachlader rechnet man so 10 Sekunden eigentlich. Also die Norweger waren am schnellsten heute in der Loipe, alle 4 Athleten zusammengerechnet. Und sie waren mit die Besten beim schnellen Nachladen. Und da habert das ein oder andere. Wobei ich da nicht zu kritisch reingehen möchte heute. Lieber so eine Generalprobe, die so ein bisschen hin und her ging. Weil es ist ja noch ein bisschen Zeit auch zu Olympischen Spielen. Und da ist es mal ganz gut, vielleicht nicht unbedingt permanent vorne zu sein. 3 aus dem deutschen Quartett haben wir schon gehört. Jetzt ist der 4. im Bunde bei Nils Kaben, Simon Schemp nämlich. Ja, und der ist so schnell gekommen, dass es gar keine Zeit übrig war, sich richtig anzuziehen. Simon, Ihre Mannschaftskollegen Benedikt Doll und Arne Pfeiffer haben hier erzählt, dass Sie sich müde gefühlt haben während des Rennens. Wie ging es Ihnen? Es ging, zum Schluss war ich doch dann auch ganz schön kaputt. Strecke ist sehr, sehr tief. Also ist nicht so schnell zu laufen wie jetzt im Einzelwettkampf. Aber da muss jeder durch. Auf die Müdigkeit möchte ich es eigentlich nicht schieben. War eher ein bisschen unkonzentriert, glaube ich, dann einfach beim Schießen. Da war eine Lücke zu den Vorderen, dann mag man es natürlich schon auch aggressiv angehen und ein bisschen was auch riskieren. Und ja, ist leider mir heute nicht geglückt. Und bei so Bedingungen, 4 Nachlader,
Ja, ist nettes Gelbe von Mai. Klar, insgesamt waren es 10 nacheinander. Aber ist es dann tatsächlich bei Ihnen auch so, dass so ein Staffelrennen einen nochmal zusätzlich unter Druck setzt, weil man es eben besonders gut machen will für die ganze Mannschaft? Ja, unter Druck setzt nicht mal. Man möchte halt selber nur das Bestmögliche für die Mannschaft dann rausholen. Und wir schauen natürlich in Richtung Podium und wollen jetzt eigentlich nicht 4., 5., 6. werden. Und deshalb wollte ich es eigentlich besonders gut machen, aber ja, es ging nach hinten los. Nächstes Mal, vielen Dank. So, und während die vier Herren uns hier noch einreihen, die gerade auf dem 4. Rang gelaufen sind, haben wir eine kleine Grafik sozusagen als Spielfilm der Staffel nochmal. Da sieht man nämlich die Nachlader und auch die Laufzeiten, Sven. Ja, es ist so, dass man gut die 19.06 vom Simon kann man so ein bisschen zweigeteilt sehen. Auf der letzten Runde hat er sich nur gegen Landertinger noch ein bisschen zur Wehr setzen müssen. Ansonsten alle wirklich konstant. Erik Lesser hat dieses eine kleine Omega weggelassen. Ansonsten wären alle wirklich in einem Bereich gewesen. Ich denke, wirklich die beste Leistung hat heute Erik gebracht von Anfang an. Aber dennoch, es ist so, dass man in so einer Staffel miteinander gewinnt und miteinander verliert. Der eine profitiert von den anderen. Insofern wichtig, dass hier keine Strafrunde geschossen wurde. Das haben wir heute ja auch gesehen. Die Deutschen waren insofern von den Strafrunden frei. Aber ich denke, wenn an vielen Punkten, kleine Punkte, weitergearbeitet wird, sieht das trotzdem Richtung Olympische Spiele gut aus. Und du weißt ja, Sven, was man im Theater sagt, nach einer verpatzten Generalprobe kommt eine gelungene Premiere. Wollen wir hören, was der Bundestrainer bei Nils Kaben zu sagen hat, Marc Kirchner, bitte. Ja, das fragen wir ihn direkt, Marc. Waren die 10 Nachlader heute mindestens 6 zu viel? 6 vielleicht nicht, aber der eine oder andere war es mit Sicherheit zu viel. Ich denke, es war heute auch sehr schwer auf der Strecke. Und ich glaube, man merkt auch, ich habe gerade mit dem Arndt gesprochen, der nicht zufrieden war mit seinem Rennen, weil er sich einfach auch sehr müde gefühlt hat. Bedingungen waren auch schwer, hat man ja gesehen, wie der Schnee auch gespritzt ist, dass es ziemlich tief war. Und ich glaube, gerade bei denjenigen, die auch alle Rennen jetzt gelaufen sind, Benny und Arndt, dann spürt man auch mal ein bisschen Verschleiß irgendwo. Einige, die doch mal das ein oder andere Rennen ausgelassen haben vor Kart oder Bö, die auch mal nicht gelaufen sind, die natürlich, wie man heute gesehen hat, oder der Taille, die auch frisch waren und dann auch mal die Berge mal etwas lockerer hochspringen konnten. Und ich glaube, die Summation aus so ein paar Kleinigkeiten, die haben uns heute das Podest verhindert. Aber nichtsdestotrotz, muss ich sagen, war es trotzdem ein guter Wettkampf. Und mit Hinblick auf die Olympischen Spiele, da wollen Sie ja gerne mit der Staffel auch aufs Treppchen laufen. Macht Ihnen das keine Sorgen? Nee, ich habe ja gerade die Gründe genannt, warum wir nicht auf dem Podium sind, was immer unser Ziel ist. Aber ich denke, man muss auch in dem Feld erstmal Vierter werden. Und da ist es nicht mehr weit bis zum Podium. Und ich glaube, dass wir auch nach wie vor gute Chancen haben, bei Olympia dort auch mit um die Medaillen zu kämpfen. Wie schön, vielen Dank. Ja, klar. Ja, liebe Zuschauer, wir haben noch ein paar Bilder von Benedikt Doll nach der Zieleinfahrt, also vielmehr nach dem Wechsel, der ja auch 4 Nachlader heute gebraucht hat. Haben wir vorhin schon im Interview bei Nils Kaben gehört. Benedikt war richtig fertig heute und das schlägt sich natürlich dann auch am Schießstand nieder, ne? Ja, so muss das auch sein. Also jeder Athlet ist da fix und alle. Und gerade wenn die Bedingungen wie jetzt hier bei der Strecke durch die milden Temperaturen ja dann aufbricht, dann wird es noch umso schwieriger, weil dadurch die Kraftanstrengung höher ist, als dass man sagen kann, okay, bei Gleitbedingungen, wo es einfacher geht, dann kommt man besser über die Runde. Aber das gehört dazu und die Jungs machen das jahrelang. Insofern gehört das einfach ein paar Tage Regeneration. Und dann sieht so ein Feld dann schon wieder ganz anders aus. Deshalb sage ich, alles noch offen, auch Richtung Olympische Spiele. Die Tendenz ist natürlich auch, dass man hier vor heimischer Kulisse dann nochmal so eine richtige Taufe auch erlebt hat. Und das ist auch gut Richtung Olympische Spiele, weil viele dann gerade sagen, okay, Olympia und jetzt sind hier die höchsten Wettkämpfe und dann fangen die an, das Flattern an. Und die Deutschen haben das mit Oberhofen und Ruppolding hier schon mal ganz gut gelöst. Ist vielleicht noch ein bisschen früh, 4 Wochen vor Olympia, aber wir spekulieren natürlich ganz gerne über die Staffelbesetzung. Waren das heute die 4, die wir in Pyeongchang sehen? Ja, wir haben die 4 ja schon viele Höhepunkte gesehen jetzt, die letzten 3 Jahre. Und wir haben auch die 3, also bis auf Daniel Böhm ja, die 3, die auch jetzt hier dabei waren, waren ja bei den Olympischen Spielen, Sochi schon auf Silberkurs. Also es könnte so sein, aber wichtig ist immer, die Jungs müssen gesund sein und wenn du nur eine leichte Erkältung hast oder dich nicht fühlst, dann bist du hier in dem Feld sofort weg. Wir haben gesehen, die Italiener wieder erstarkt, dann auch Österreich wieder gekommen, die Russen haben wieder ein Achtungszeichen gesetzt, da muss man fit sein. Wir reden gleich noch 1-2 Sätze über Biathlon. Die Zuschauer haben jetzt aber eine kurze Nachricht vom Ski-Alpin-Kombination der Männer aus Wengen. Michael Spindler fasst das Ganze mal kurz für Sie zusammen. Ihn hatte wohl kaum jemand auf dem Zettel. Victor Mufajandé gewinnt die alpine Kombination von Wengen.
Der Franzose nach der Abfahrt noch auf Platz 27 setzte im folgenden Slalom eine Bestmarke, die kein anderer mehr unterbieten konnte. Thomas Dresen hatte seine Chancen auf einen Spitzenrang schon in seiner Spezialdisziplin der Abfahrt eingebüßt, am Ende Rang 14. In der Abfahrt brachte sich der Österreicher Vincent Kriechmeier mit deutlichem Vorsprung in Führung, die er aber im Slalom anschließend nicht nutzen konnte. Besser machte es Peter Fill. Der Südtiroler schob sich nach Rang 4 in der Abfahrt noch auf Platz 3 und sicherte sich damit gleichzeitig die Gesamtwertung in der alpinen Kombination. Das Weltcup-Wochenende am Lauberhorn beginnt aber mit dem überraschenden ersten Weltcupsieg von Victor Mufajondé vor dem Russen Pavel Drichyshev. Ja, und die Norweger haben hier also den zweiten Saisonsieg gefeiert. Haben wir gerade schon spekuliert, ob sie dann auch die Goldfavoriten für Pyeongchang sind. Wollen nochmal auf Johannes Tinjesbø schauen, der sich hier, das hat aber wirklich nicht nehmen lassen, am Ende dann auch noch die Fahne sich zu holen. Er konnte dann auch seine starke Leistung, die er bisher gezeigt hat, auch heute wieder zeigen. Die konnte er wieder zeigen, aber dennoch auch wieder, wenn man schon Achtungszeichen haben oder auch da kritisch sein wollen, er hatte ein paar Trant-Treffer gehabt, die hätten auch ganz leicht zu Fehlern sein können und dann hätte sich vieles anders wieder auch darlegen können. Am Ende konnten sie aber jubeln, die vier Norweger, und das war's auch schon von uns.